Boden und Wand aus einem Guss, das liegt absolut im Trend. Und mit dem neuen und einfachen Wandsystem lässt sich Haro-Parkett ganz einfach an die Wand bringen. Damit die Wandmontage problemlos verläuft, lesen Sie bitte die Anleitung genau durch. Für den perfekten Halt sorgen die Befestigungsschienen, die Sie im Abstand von ca. 50 cm montieren. Markieren Sie die Positionen der Schienen an der Wand. Beginnen Sie dabei in der Mitte. Richten Sie die Schienen mit einer Wasserwaage aus und markieren Sie alle 60 bis 70 cm ein Bohrloch. Mit den passenden Dübeln und Schrauben sitzen die Schienen fest an der Wand. Sie können kleinere Unebenheiten an der Wand mit Distanzstücken oder Holzkeilen ausgleichen. Beginnen Sie bei der Verlegung in der linken Ecke. Die Nutseite zeigt nach oben. Entfernen Sie zuerst die Federseite der ersten Dielenreihe. Kontrollieren Sie mit der Wasserwaage den waagrechten Sitz. Unterlegen Sie eventuell mit Keilen die erste Diele, bis sie exakt waagrecht liegt. Jetzt nur noch anzeichnen und absägen. Das gilt für alle Dielen der ersten Reihe. Für die Montage der ersten und letzten Dielenreihe sind spezielle Anfangs- und Endklammern vorgesehen. Übertragen Sie deshalb die Schienenmitte auf die Rückseite der Diele. Montieren Sie die Klammern, ohne dabei die Schrauben zu überdrehen. Sind die Anfangs- bzw. Endklammern angebracht, klicken Sie die erste Diele einfach in die Befestigungsschiene ein. Sichern Sie die erste Diele mit den Befestigungsklammern für Parkett. Die Klammern in die Befestigungsschiene eindrehen und nach unten auf die Nut schieben. Die Diele ist jetzt zusätzlich auf der Nutseite fixiert und sitzt fest. Die weiteren Elemente an den Stirnstößen der vorherigen Diele verriegeln und in die Befestigungsschiene einklicken. Die Befestigungsklammern in die Schiene eindrehen und nach unten schieben. Achten Sie darauf, dass auf jeder Schiene eine Klammer sitzt. Bei der wilden Verlegung beginnen Sie die zweite Reihe mit dem Reststück der ersten Reihe. Winkeln Sie die Diele mit der Feder in die Nut der vorherigen Dielenreihe ein und drücken Sie die Diele langsam an die Befestigungsschiene. Mit den Befestigungsklammern fixieren und so verlegen Sie nun Diele für Diele nach dem gleichen Prinzip. Für einen ordentlichen Abschluss schneiden Sie die letzte Reihe auf die gewünschte Höhe zu. Auf jeden Fall muss zumindest die Nut entfernt werden. Wie bei der ersten benötigen Sie auch bei der letzten Dielenreihe die Anfangs- und Endklammern. Um die richtige Position der Klammern auf die Diele zu übertragen, verlängern Sie die Mitte der Befestigungsschiene auf ein Klebeband. Übertragen Sie die Markierung auf die Rückseite der jeweiligen Diele. Genau wie bei der ersten Reihe befestigen Sie die Anfangs- bzw. Endklammern. Winkeln Sie die Diele wie gewohnt ein, bis die Klammern hörbar in die Befestigungsschiene einrasten. Passende Abdeckprofile aus Aluminium runden den Gesamteindruck Ihrer verlegten Fläche ab und kaschieren die Kanten. Schrauben Sie die Profile mit den passenden Schrauben einfach auf die Fläche auf. Oder Sie montieren die Abschlussprofile aus Holz. Lassen Sie sich von dem umfangreichen Haro-Programm inspirieren und schaffen Sie sich Ihre eigene Wohnwelt.